Servus, hallo, mein Name ist Berenger Buschmann von TimGym und wir beschäftigen uns ausgiebig mit dem Thema Training und Therapie der myofaszialen Leitbahnen. Und heute möchten wir euch gerne ein Fallbeispiel zeigen, was passieren kann, wenn es sportliche Verletzungen gibt, wenn es myofasziale Disbalancen gibt und sich eine Kraftübertragung fehlentwickelt. Und dazu haben wir hier ein Beispiel mal mitgebracht für dieses Video. Und zwar sehen wir hier im Bereich der Superficial Frontline, die hier nach oben verläuft, in dem Bereich eine Konturveränderung, und zwar nicht nur eine sehr geringe, sondern einen wirklich deftigen Muskelbündelriss, der sich hier abhebt, und man sieht ganz klar, wie es hier sich nach oben wölbt, im Gegensatz zur anderen Seite eine sehr kontinuierliche Verbindung gibt, ohne große Wölbungen, das heißt, in dem Bein und einmal umdrehen, gibt es hier eine deutliche Veränderung in der Superficial Frontline. Und diese Kraftübertragung ist jetzt in dem Bereich über das Knie hinweg gestört. Und unsere Aufgabe ist es jetzt mit dem Thema Foam Rolling, mit dem Thema Functional Fascial Training zu gucken, dass das alles wieder in eine saubere Gleitfähigkeit kommt und in eine myofasziale Balance. Logischerweise, wenn hier eine Restriktion drin ist und die nicht mehr sauber gleiten, sauber arbeiten kann, die Muskulatur kann nicht mehr richtig arbeiten, dass sich dann auch im umliegenden Gewebe und in den anderen Myofaszialleitbahnen Fehler einschleichen und eine Disharmonie entsteht. Und das ist bei ihm dementsprechend auch hier über die Lateral Line, Spiral Line, die sich ausprägt und hier auch hinunterläuft. Das heißt, wir werden euch heute einfach kurz vorstellen, was unsere Säulen von TimGym ausmachen, dass wir eben auch das Foam Rolling und die manuelle Therapie einbauen, dass wir jetzt gleich dann auch nochmal myofaszial tapen werden, um diese Struktur zu entlasten, um die Leitbahn wieder zu richten und dann eben auch nochmal zwei Übungen mitgeben, zumindest von Myofascial Movement Preparation, die er einbauen kann, sodass er dieses Gewebe wieder gleitfähig kriegt. Und damit fangen wir als erstes an. Im Bereich hier der distalen, der unteren Superficial Frontline eben anzufangen über den Tibialis Anterior, der dann dementsprechend aber auch Verbindungen hat zum Traktus nach außen hin, also in die Spiral Lateral Line hinein. Er positioniert sich jetzt wirklich ganz weit unten am Sprunggelenk, schon direkt so weit unten, wie wir anfangen können. Wir versuchen alle Fasern beim Foam Rolling mitzunehmen, überkreuzen hier die Beine, damit wir jetzt auch komplett arbeiten können. Und wir schauen, dass er hier im Bereich von Tibialis Anterior das Gewebe ausrollt. Wir machen das Ganze hier mit dem Slow Roll, das heißt, wir versuchen das Ganze sehr langsam zu machen. Wir wollen diesen Tonus, diese enorme Spannung, die da entstanden ist, wieder regulieren. Das heißt, nicht schnell, nicht schwungvoll, sondern wirklich langsam über den Bereich gleiten. Auch immer mal wieder fragen, ob irgendwie jetzt enorme Schmerzen da sind oder ob es auch auszuhalten ist. Geht's? Alles gut. Und das würden wir jetzt einfach mal über 3-4 Bahnen machen. Ja, dass wir das wirklich mal 1 bis 2 Minuten auf jeden Fall langsam ausbeutern, bis er auch, das heißt ja Self-Myofascial Release, bis er selbst merkt, okay, hier hat auch eine Spannung nachgelassen. Ja, die Beschleunigung des Prozedere für euch jetzt in dem Video mal ein bisschen, wir würden dann die Superficial Frontline zu der Restriktion weiterhin arbeiten, das heißt, wir gehen im Bereich des Quadrizeps. Und rollen jetzt auch wieder nach hinten entlang, langsam in den Bereich der Superficial Frontline des Quadrizeps entlang. Und dabei ist ganz wichtig, es gibt jetzt ganz, ganz viele, die jetzt aufhören, weil sie hier mit den Armen nicht nachkommen oder nur bis zum halben Oberschenkel rollen, weil sie eben irgendwo dann diese Komfortzone suchen. Er verläuft aber bis hier oben, ne, bis zur Hüfte, bis zur Sias nach oben. Das heißt, wir versuchen ihn leicht schräger zu legen und rollen den Bereich wirklich bis zum Becken entlang, weil da auch noch Fasern sind, ne, die dann auch weiterlaufen. Und den ganzen Bereich, dann wieder zurück, versuchen wir mitzunehmen und auch zu entlasten. Als nächste Übung nehmen wir dann natürlich, wie erwähnt, die Lateral Line über den Traktus, auch Teil der Spiral Line, auch mit zu entlasten, weil sich da eben auch enorme Spannungen ausbreiten in so einem Fall. Das ist nach vorne aufgestellt. Jawohl. Und bleiben jetzt in dem äußeren Bereich, über den Traktus iliotibialis, über die große Sehnenplatte außen am Oberschenkel. Und rollen auch dort bis nach oben zum Beckenkamm. Er kann jederzeit auch kurz aufhören und den Arm nachsetzen, ist überhaupt kein Problem. Auch das, genauso wie die anderen,
den Leuten mitgeben, self-mind, fresh and leave, selbst auch ein Gefühl dafür entwickeln, wann so eine Spannung nachlassen kann und bis er merkt, es wird lockerer. Als letztes, was wir ihm auf jeden Fall noch mindestens mitgeben in dem Bereich, ist auch nochmal mit dem Foamball hier, dass wir auch das Gesäß, und zwar, weil es auch Teil dieser Lateral Line ist hier außen, Gluteus Medius außen, auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dementsprechend hat er das Bein aufgestellt, kann das hier so leicht überschlagen, hebt das Becken kurz ab und für alle anatomisch auch ganz leicht hier am großen Rollhügel, da fassen wir noch an und nehmen den Ball und nehmen uns so zwei Längen vom Ball hoch Richtung Becken und da versuchen wir den Ball mal zu positionieren. Genau. Und er setzt sich drauf. Meistens sieht man am Gesicht dann schon, dass man richtig ist und dass er dort auch sogenannte Triggerpunkte eben auch spüren kann. Und dann können wir eben hier auch eine leichte Dehnung in dem Bereich noch ein bisschen mehr Intensität ins Gewebe reinbringen. Und das machen wir dann auch auf jeden Fall ein bis zwei Minuten, um zu gucken, dass er hier die Spannung auch reduziert bekommt. Das ist all das, was hier vorne lange Zeit über fehlleitende Kraftübertragung vorhanden war, dass das wieder in den Normotonus und in den myofasziale Balance kommt. Als nächstes werden wir das Ganze jetzt myofaszial tapen und damit auch versorgen, weil jetzt haben wir es entlastet strukturell. Jetzt wollen wir es dann auch so halten über die nächsten Tage, weil wir können nicht täglich meistens mit dem Kunden zusammen sein. Das machen wir jetzt und danach zeigen wir ihm noch zwei Übungen, die er dann für sich selbst im Training einbauen kann.